Mitnehmen. Weil Licht. So, wo bist du? Ich bin jetzt hier oben. Da ist ein Creeper. Wo denn? Ich hab mich gerade bloß aus Zufall umgedreht. Dann war es ein Slenderman. Oh, ich will da jetzt nicht runter wieder. Ich bin doch gerade erst hochgeklettert. Da ist Sumpf. Aber wir suchen ja Dschungel. Ja, nur hier glaube ich nicht, dass wir Dschungel finden. Moment, ich nehme mir mal ein bisschen Tee. Wir gucken mal, ob wir Mowgli finden. Oder Baloo. Baloo! Baloo ist toll. Nichts gegen Baloo, oder ich Baloo euch. Or I tolerate the shit out of you. Und es hängt und es lädt. Du tolerierst die Scheiße aus ihm heraus. Heißt das, Klos sind immer tolerant? Ja. Heißt das, wir haben tolerante Klos auf dieser Welt? Ja. Aber wir haben zu wenig Menschen, die schwarzen Humor tolerieren. Ach ja, danke für die Überleitung. Weil da wollten wir ja noch hinkommen. So, und hier sind wir jetzt genau. Und im Übrigen, genau dafür war es auch gedacht. Nur noch kurz nebenbei, wir sind hier in der Gegend, wo wir noch nie waren. Das ist jetzt endgültig der Punkt. Da war nämlich eine Eisgegend, die ich von oben gesehen hatte. Ich hatte mich vorhin schon gewundert, wo die wohl hin gewesen sei. Aber ich hab sie ja gefunden. Och Tim, guck wo mal, bist du? Ich bin so heiß, da ist alle Eisbiome weggeschmolzen. Du bist so heiß, dass du schon wieder nirgendwo in meiner Nähe bist. Ja, ich hab dir gesagt, dass es leckt bei mir und dass ich mich schon wieder nicht mehr bewegen kann. Du weißt, was mein PC kann. Ich seh dich. Kälter. Kälter. Wärmer. Hier hinten! Hinter dir, jetzt genau hinter dir! Tja! Nein! Entgegengesetzt! Neben so einem großen Kackstift! Hier! Nein! Ja, geradeaus! Nein, 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 nein! Links! Alter, wie viele geradeaus hast du? Links! Geradeaus! Geradeaus! Hallo, wo läufst du hin? Geradeaus! Links! Links! Geradeaus! Ja! All hail, er kommt näher! Na ey, jetzt musst du mich sehen! Deswegen bin ich in die andere Richtung. Das ist nicht lustig. Doch. Nein. Jetzt haben die Leute wenigstens mal was zu lachen, wenn ich dabei bin. So, und da du mich Danke! Ach! Ich weiß, wo wir sind. So viel zum Thema. Hier warst du noch nie. Ach! Ja, klar, hier unten ist irgendwo die riesige Höhle unter der Eisdecke, wo hinter mir mal ein Creeper hochging und wo wir einige Rohstoffe rausgeholt haben, also Kalle und ich, wo ich den stundenlang vollgemotzt habe, nur weil er mich nicht vorgewarnt hat und alles. Da sind wir also nun. So. Also deine typischen Manu-Geschichten. Genau. Jemand kann nichts dafür, wird aber vollgemurrt. Ja. Das Typische eben. Egal, kommen wir zu unserem Thema. Ich habe einen Dschungel gefunden. Ich pflege einen wir sind eiskalt am Dschungel vorbeigelaufen. Einen wirklich. Jetzt verwirrst du mich schon wieder. Wo bist du hin? Wieder rückwärts. Da ist ein Dschungel. Du kannst doch nicht einfach dich dematerialisieren. Doch. Jetzt fang endlich an, über dein gewünschtes Thema zu reden. Ponys.
Kinder kriegen. Ponys sind toll. Manu hat noch nicht angefangen, seine Wette einzulösen. Das lag aber bis jetzt viel an mir, weil ich einfach keine Zeit habe. Aber meine Freunde werden euch informieren. Ich werde Marcel Padon an ein Pony-Tagebuch führen. Die Auswirkungen von Pinkie Pie und Konsorten auf seine Psyche, auf sein tägliches Leben. Nein. Ich führe Videotagebuch und ich werde euch beweisen, dass die Pony-Videos schädlicher als Meth und Crystal sind. Ich krieg dann auch Rötungen auf der Haut. Ich krieg dann auch Rötungen auf der Haut und kratze mir auch die Haut blutig. Oh ja, das war ein schöner Film, oder? Mhm. Am geilsten war es am Anfang. Also ich glaube, das würden die bei Cartoon Network ausstrahlen. Flatsch! Also, das ist wahrscheinlich eher was für Cartoon. Wohin? Alter! Wo bist du? Also, unter mir ist Schnee. Ich bin gerade ausgerannt. Warte. I can see it in your eyes. Ich hab dich gesehen, aber jetzt warst du wieder weg. Na, wo bin ich? Da ist er! Wo ist er? Da ist er! Hallo! Na, lauf doch nicht vor mir weg! Wir müssen darüber zu dem großen Berg. Wohin? Da. Alter, man sieht dich in dem Schneegezeugs nicht. Warte mal. Soll ich das mal ändern? Oh, bitte lass das Zeug an. Es sind Kinder anwesend. Danke. Dann renne ich halt jetzt vor dir weg. Du kommst eh nicht nach. Kriegst mich eh nicht. Hat er sogar leider recht. Bleib mal stehen. Da, ich seh dich. Ha! Ich krieg dich doch. Ey, sag mal, wo sind wir denn hier? In der Brachia in Ice Reefs of Doom oder was? Na, aber. Und gleich begegnen wir den neuen Eskimo-NPCs. So. Moment, da oben ist Licht. Alter, wo bist du jetzt hin? Immer geradeaus. Bist du an so einem großen Loch vorbei? Ja, ich sehe dich ja. Seh dich auch. Ich hab Angst ohne dich. Oh Gott. Wer ist ohne mich? Gott ist ohne mich, ja. Was hast du für kranke Maps? Ach, aber Maps schön halten, ja? So, nein! Scheiße! Hui. Ach, hast du eigentlich noch die Cam an, Willi? Schon auf ein blödes Gesicht, verdammt! Ja, also ich sehe es nicht, aber ich denke, es wird's geben. Also, die Cam ist noch an. Mein Leichnam wird immer wieder zu dir geportelt und stürzt ab. Ich gehe da jetzt aber nicht runter, das kannst du vergessen.
Respawn. So, jetzt bin ich erstmal hier. Your home bed was missing or obstructed. Wo bin ich? Kurze Klasse. Hey, du bist doch in Lava gegangen. Ich bin in der Lava gespawnt, du Verdammter. Och Mann, dann schmeißen wir dich halt hier über die Klippe. Los jetzt! Ich hasse dich. Hol die Items. Hossa! Los jetzt! Ich müsste aus reiner Provokation nochmal in die Lava laufen. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus, du Schlauberger? Tschüss! Also verbrennen nochmal. Die schönen Items! Die schönen Items! Das schöne Bett! Das Bett macht fett! Nein, Matt macht nett! Wieso hast du jetzt das Zeug verbrannt? Ich hab nicht das Zeug verbrannt! Wo ist denn das dann hin? Ich hab das doch da liegen gelassen! Na, du musst doch deine Items holen. Wo bin ich hier? Ich finde nicht mehr raus. So. Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die. Mein PC ist scheiße. So, wo sind die Items? Na, die hattest du vor uns eigentlich aufgesammelt, alle. Ich hasse dich. Kannst du mich hochporten? Hast du mich noch lieb? Du hast doch mit Absicht die Items verbrannt. Okay, warte, jetzt kommt das Wort des Tages. Oder muss ich jetzt zum Spaltenkind werden? Du bist das Spaltenkind. Geil. Wie war das? Reiß dich zusammen, du Sau! Ich hasse dich. Und was mache ich in deinem Kopf? Boah. Ey, ich will hier nie wieder drin stecken, ne? Schock! Alter! Das war gerade ein Orgasmus von dem. Ich hab's ganz genau gehört. Alter! In dir drin! Und von heute und von jetzt auf gleich nur noch dein Gesicht auf meinem, also von deinem Typi war nur noch dein Gesicht auf meinem Display. Ich weiß. Bist du noch da? Ja. Ich rede eigentlich die ganze Zeit mit dir. Ich höre dich gerade. Moment.